Das Promi-Geflüster heute mal wieder nach wie vor, wie in den letzten Wochen ja bekannt, aus dem Homeoffice. Wir sind zu Hause, dürfen nirgendwo hinreisen als Journalist, keine Sendungen besuchen, das ist ganz bitter. Und in der nächsten Sendung von Immer wieder Sonntags, also jetzt am kommenden Wochenende, am 19., da sind mit dabei unter anderem die Zillertaler Haderlumpen und ja, den Frontmann, den begrüße ich jetzt mal ganz recht herzlich, den Vitus im Zillertal. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank, schönen Gruß aus unserem Zillertal. Schön, dass wir uns mal wieder hören oder besser gesagt wieder sehen und wieder hören. Und wir sind ja am Samstag dabei und Sonntag in Rust und freuen uns wieder, endlich einmal wieder Tirol verlassen zu können. Genau, du hast gerade im Vorgespräch natürlich alles mit Humor, hast du ja gerade gemeint, ein Auftritt nach dem anderen. Leider ist es ja bei vielen nicht so eigentlich, ja, komplett. Ja, es ist grundsätzlich, ne, schon so, dass Österreich schon eigentlich ganz gut Fortschritte gemacht hat. Wir sind ja, glaube ich, 2-3 Wochen vor der Bundesrepublik Deutschland gestartet mit den harten Maßnahmen. Ja. Und wir genießen jetzt schon, speziell in Tirol, ich glaube, wir haben keine 30 Fälle in ganz Tirol. Und wir genießen jetzt schon diese Freiheiten wieder und wissen wieder zu schätzen, was das eigentlich heißt, sich frei zu bewegen. Wir haben nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln müssen wir Masken tragen, in der Drogerie und beim Arzt. Ansonsten läuft zurzeit unser Leben ganz normal. Es ist aber schon alles etwas anders, weil eigentlich keine Großveranstaltungen im Zillertal sind. Auch wir haben ja alles verschieben müssen. Und genau, wir spielen jetzt kleine Konzerte mit bis zu 200 Leuten, wie im Brückestadl im Meierhofen oder so, begrenzt. Und das absolvieren wir zurzeit und sind wir froh, dass wir zumindest jetzt ein bisschen wieder auf der Bühne stehen dürfen. Richtig. Du hast gerade erwähnt, Großveranstaltungen. Eine Großveranstaltung wäre jetzt nämlich dann gewesen. Ich hatte schon eigentlich im Kalender eingetragen. Ich wäre dabei gewesen, da bei eurem großen emotionalen Abschiedskonzert. Jetzt so in 2-3 Wochen, glaube ich, wäre eigentlich der Termin Wahnsinn, gewesen. Ja. Ne? Also wir haben ja wirklich für alle, die noch einmal zur Auffrischung, wir sind im Jahr 1987 gestartet, der Reinhard, der Peter und ich, und haben jetzt wirklich geplant, unser großes Ende mit einer Megatour. Wir hätten 100 Konzerte gehabt vom 1. Januar bis zum 8. August. Und am 8. August dieses Jahres werden wir das letzte Mal vor vielen tausenden Menschen auf der Bühne gestanden. Es war wirklich alles, es hat top begonnen. Und dann Mitte März 35 Konzerte haben wir absolviert. 65 mussten wir absagen und wir haben den Großteil jetzt verschieben können. Und wir haben gesagt, so können wir nicht gehen. Wir werden ein Happy End machen und das gehört nach mehr als 3 Jahrzehnten absolut dazu. Und wir werden am 5. Juni nächstes Jahr 2021, so Gott will und alles funktioniert, dann in Zell am Ziller das große Finale machen und das letzte Mal dann als Haderlumpen auf der Bühne stehen. Also somit jetzt erstmal quasi Verlängerung und den 5. Juni, den haben wir schon mal wieder notiert. Da sind wir dann dabei. Hoffe ich. Wenn alles, wie gesagt, nach Plan läuft und nicht wieder irgendjemand mit einem Virus uns einen Strich durch die Rechnung machen sollte. Das wollen wir alle nicht mehr. Keine Frage. Ja, genau. Ja, du hast mittlerweile, glaube ich, einen Gastronomiebetrieb oder beziehungsweise Pension oder was ist es genau? Erzähl mal. Ja, ich habe mit meinem Sohn, mit dem David, haben wir in Meierhofen ein ganz tolles Projekt gemacht. Das ist der Platzhirsch. Das ist ein Appartementhaus, wirklich in ganz tollem ländlichen Stil. Und ist mitten in Meierhofen. Und im Erdgeschoss und ersten Stock haben wir unseren Partner Speed und Wensky, also eine renommierte Firma aus Passau, Obernzell, die die Trachtenmode im Zillertal wirklich mit Top-Qualität. Wir sind ja selber schon über 20 Jahren Partner von Speed und Wensky und wir haben uns diesen Traum jetzt gemeinsam verwirklicht, dass sie seit einem Jahr in Meierhofen jetzt den ersten Outlet-Store in Österreich haben und schön, dass das auch bei uns im Platzhirsch funktioniert hat und ist wirklich eine tolle Partnerschaft und ich hoffe, sie wird noch lange, lange zusammenhalten. Und das macht dein Sohnemann da jetzt mit? Der ist mit dabei und wir haben da wirklich
ein ganz tolles Projekt. Wenn jemand Lust hat, kann er sich www.platzhirsch.tirol anschauen. Dann kann er beim Haderlumpen Fitus im Zillertal nächtigen. Und ich freue mich, wir haben viele, viele Lumpenfans, die da uns immer wieder besuchen. Wir sind seit Dezember, haben wir die Vermietung auch gestartet. Ist ja alles neu, aber es ist wunderschön geworden und wir haben alle eine Riesenfreude. Ja, da muss ich unbedingt auch mal vorbeischauen. Das Gerne, ist, glaube Frank. ich, mal ein Muss. Wie sieht es da momentan aus? Ist gerade grundsätzlich Tourismus im Zillertal, wie läuft es gerade? Ja, der Tourismus war komplett auf Null. Also wir haben wirklich alle Vorreservierungen wurden storniert. Sind super gestartet. Bis zum 15. März waren wir sogar bis auf ganz wenige Tage immer voll gewesen. In den ersten 3 Monaten, wir hatten eine riesen Euphorie. Dann kam dieser Lockdown und dann ist natürlich hat sich alles verändert. Mittlerweile ist es so, dass wir fast tagtäglich eine Buchung haben. Die Leute buchen jetzt kurzfristig. Man kann online bei uns buchen und wir sind zurzeit, glaube ich, so 3/4 voll. Und die Leute haben alle eine Riesenfreude. Das Einzige, was halt nicht funktioniert im Zillertal, sind diese großen Konzerte. Ja, klar. Alles andere, es laufen alle Bergbahnen. Es ist wirklich ein herrliches Panorama. Es ist eine Freude im Zillertal. Man kann die Seele und den Gaumen baumeln lassen. Und das Einzige, wie gesagt, ist diese Großveranstaltungen, die finden dieses Jahr nicht statt. Okay, dann darfst du jetzt gerade noch mal ganz kurz ein bisschen so die Leute noch mal animieren zu kommen, denn bei uns fangen ja jetzt wirklich die Ferien dann an in den nächsten 2 Wochen in Baden-Württemberg und Bayern. Und ich denke mal, für einen Urlaub ist noch was möglich, so für Kurzentschlossene, oder eher sieht es eher schlecht aus? Na, absolut. Also wir haben im Zillertal ja über 50.000 Gästebetten und speziell in unserem Haus, glaube ich, ist jede Woche noch ein, zwei Wohnungen frei. Also 2/3 sind wir zurzeit ausgebucht, aber das kann man sich wirklich auf dieser Homepage sofort ansehen, ob was frei ist. www.platzhirsch.tirol. Ich wiederhole noch einmal, Genau. würde mich wahnsinnig freuen, euch in unserem neuen Heim in Meierhofen begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, wir haben so Kuschelecken, wir haben ganz tolle Einrichtungen und zentral zur Benkenbahn und zur Ahornbahn, also zu diesen zwei Bahnen, sind es 100 Meter von unserem Haus weg. Wir haben Prima. Fahrradtouren ohne Ende. Es ist wirklich ganz zentral gelegen und trotzdem ein ruhiges Plätzchen. Und wir freuen uns riesig, wenn wir euch im Zillertal bei uns begrüßen dürfen. Das auf alle Fälle, genau. Also Zillertal lohnt sich. Ich kenne es ja in- und auswendig und bin ja schon fast die zweite Heimat. Ich muss Ja. jetzt selber sagen, wenn ich das ganz kurz Ja, interpretieren war, ja. ich war ja mein ganzes Leben nur auf Tour und ich habe jetzt durch diese Corona-Stillstand unsere Heimat mal richtig näher kennengelernt, weil ich ja jedes Wochenende jetzt zu Hause war und ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf unsere Heimat. Ich kannte selber ganz viele Fleckchen und Kneipen und Gasthäuser gar nicht oder Berghütten. Also es ist wirklich ein Traum, bei uns Urlaub zu machen. Mit dem E-Bike kommt man in 0,0 auf die Gipfel rauf. Es ist ein Traum. Ich genieße es selber, habe mir selber jetzt ein E-Bike auch gekauft. Es ist Wahnsinn. wirklich eine Freude. Sehr gut. Ja, jetzt musikalisch nochmal in der Zeit nochmal oder solange es jetzt dann nochmal in die Verlängerung geht, kann man sagen. Kann man euch dann jetzt nochmal irgendwann wieder erleben, auch jetzt nur im kleinen Rahmen? Wenn ja, wann und wo? Am besten ist einfach auf unsere Homepage schauen, www.haderlumpen.com. Wir haben wirklich alle Termine, werden alle alltäglich, also werden sie aktualisiert. Wenn was abgesagt ist, steht es immer sofort dabei. Wo nicht abgesagt steht, das findet ganz normal statt. Wir sind zum Beispiel jeden Dienstag, jetzt 7 Dienstage in Folge, im Brückestadl in Meierhofen. Das ist übrigens unser Nachbar, wo wir den Platzhirsch haben. Der ist ungefähr 20 Meter von unserem Haus entfernt. Und da gastieren wir jeden Dienstag jetzt bei freiem Eintritt diese legendären Haderlumpenpartys, die wir jetzt mittlerweile fast 30 Jahre schon machen in Meierhofen. Das war diese einzige fixe Auftrittsphase, die wir immer haben, 7-mal im Sommer im Brückestadl. Und ansonsten gibt es in Österreich noch einige Events. Auch in Ischgl gastieren wir am 14. August und am 15. August am Bänken beim DJ Mox. Der hat große Eröffnung vom Kasamandel. Auch da sind wir dabei. Also alle Infos, glaube ich, ganz einfach und für jeden ersichtlich auf unserer Homepage. Sehr gut, sehr gut. Ja, was machen die Kollegen denn dann nach der Zillertaler Haderlumpenzeit sozusagen?
Ich glaube, der Peter hat schon wieder ein paar Musiker gefunden und der Reinhard. Der Peter macht weiter, der ist ja mit Leib und Seele Bauer. Mhm. Der Peter macht mit im Duo weiter, er will diese ganz großen Sachen nicht mehr, weil er in seinem Bauernhof auch gerne zu Hause ist und zuständig ist, dass die Kühe gemolken werden tagtäglich. Und er wird im Duo im kleinen Rahmen weitermachen und sie heißen dann die Lumpenmanda. Mhm. Und der Reinhard und ich werden das Handtuch werfen und unser Freund über 34 tolle Haderlumpenjahre. Und der Reinhard ist Vermesser, ist er jetzt, er hat einen neuen Beruf übernommen, zurzeit halbtags. Er macht Vermessungstechnik und ich bin sowieso täglich voll im Betrieb. Unsere Eltern werden nicht jünger. Richtig. Und wir haben 20 Mitarbeiter in Zell am Ziller und in Meierhofen. Und ich stehe eigentlich mit jeden Tag an der Front bei uns im Geschäft. Wir kommen jeden Tag viele, viele Lumpenfans zu uns ins Geschäft. Und ich freue mich über jeden Besuch, weil es doch viele, viele Freundschaften über Jahrzehnte lang gereift und gefruchtet sind. Also man wird dich jetzt nicht dann gleich von der Bildfläche verschwinden sehen. Man kann dich immer noch besuchen und wieder mit einem kleinen Plausch mit dir halten. Also denke mal, das ist immer noch möglich. Keine Frage. Und ich freue mich auch. Ich bin wirklich jeden Tag in unserem Optiker-Uhren-Schmuckladen an der Front und mache das mit Leib und Seele, muss ich sagen. Und das ist auch ein großer Teil, wo ich mit Freude daran arbeite. Prima, super. Und was macht die Hirschspechtelalm oben? Gibt es die dann auch noch weiterhin? Oder? Die Hirschspechtelalm hat gewechselt. Also der Reinhard hat das Handtuch geworfen. Er hat sich von der Gastronomie verabschiedet und macht jetzt, wie gesagt, in seinem Zivilberuf in der Vermessungstechniker. Und, aber die Hirschspechtelalm lebt weiter, hat große Eröffnung morgen mit einem neuen Besitzer und es geht alles weiter. Okay, sehr gut. Dann sind wir soweit mal schon wieder up to date, kann man sagen, auf dem neuesten Stand, was im Zillertal und Umgebung so los ist. Ich denke mal, wie gesagt, euch jetzt eine tolle Zeit. Erstmal eine gute Anreise in den Europapark, das ist mal ganz wichtig, auch da. Super, freue mich auch wieder mal nach Deutschland zu kommen. Und natürlich dann die Zeit bis zum großen Finale hin kann man euch alles Gute wünschen. Und hoffentlich noch ein paar Auftritte zwischendurch, trotz allem. Wenn sie stattfinden, wir haben, glaube ich, jetzt um die 70 Termine schon, die fixiert worden sind. Und ich hoffe, wir können die meisten davon abhalten. Ich bin eher der positiv denkende Mensch und freue mich, wenn wir uns alle noch einmal gesund wiedersehen und gewisser Stil gehört nach so vielen Jahrzehnten einfach dazu und wir haben so viele Freunde und Verbindungen und ich genieße es einfach noch einmal, euch alle zu treffen und zu sehen und uns erfreuen an mehr als 3 Jahrzehnten Haderlumpenzeit. Genau. 5. Juni kann man nochmal unterstreichen, da treffen wir uns alle nochmal bei der großen Abschiedsparty und lassen es so richtig krachen dann, oder? Absolut, es wird auch eine emotionale Nacht, also das kann ich mir jetzt eigentlich noch gar nicht vorstellen, was da in unseren Körpern und in unseren Seelen und in unseren Augen sich abspielen wird. Aber trotzdem, ich schäme mich dann keiner Träne, muss ich sagen, weil ich sehr emotionaler Mensch bin und weil ich mich freue, wenn man so lange an einem Strang zieht und uns der Herrgott immer gesund bleiben hat lassen und wir eigentlich am Höhepunkt aufhören dürfen, ist auch was ganz Besonderes. Nicht, wenn uns die Leute nicht mehr hören wollen, sondern wir haben selber gesagt, das ist unser Ende und das wollen wir gemeinsam mit allen feiern. Nee, sei euch vergönnt und wie gesagt, auf alle Fälle viel, viel Gesundheit für die Zukunft. Alles, alles Gute und es sind schöne Erinnerungen gewesen. Ich habe auch einiges viel und wir haben viel miteinander erlebt. Genau, richtig. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, Frank. Du bist ja auch ein alter Haderlump. Du hast abgenommen, wenn ich so genau jetzt die Deine bloß nicht. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht, aber du wirkst sehr schlank und du bist ja auch, glaube ich, mehr als 2 Jahrzehnte ein Weggefährte von den Haderlumpen. Und ich genieße es immer, wenn wir uns treffen und danke auch für deine Unterstützung in all den Jahren und für die Freundschaft. Ich danke auch und das kann ich nur wiedergeben. Also, in diesem Sinne, herzlichen Dank für das kurze Gespräch. Schön, dass du Zeit gefunden hast und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im Zillertal. Danke dir und danke an alle Lumpenfans für die Treue über so viele Jahre. Alles Liebe, bleibt gesund und ich hoffe auf ein Mega-Finale am 5. Juni 2021 in Zell am Ziller. Genau. So, noch dranbleiben.